liebe Schwestern und Brüder. Dieser Mann, der zu Jesus kommt, er wünscht sich das ewige Leben, eine große Zukunft. Nun wird diese Frage gestellt, noch bevor Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Also die tiefe Sehnsucht der Menschheit drückt sich in der Bitte dieses Mannes aus. Und er versteht zutiefst, dass das ewige Leben und das irdische Leben miteinander zu tun haben. Also nicht, das eine ist abgeschlossen und dann beginnt das andere, sondern das Verhalten im irdischen Leben hat Folgen auf das ewige Leben. Denn er fragt, was muss ich tun? Und die Gebote, die Jesus hier aufzählt. Und am Schluss dann, und was muss ich noch tun? Es klingt ja so, als wenn es einige Gebote für einige Menschen geben würde und dazu könnten noch einige Gebote oder einige Regeln kommen oder ein Auftrag für diesen einen Mann. Denn das, was Jesus zunächst aufzählt, hat ja seine Grundlage in den 10 Geboten. Und wenn man weit über unseren eigenen Glauben, den Glauben des Judentums und des Christentums hinaus fragt, werden viele, viele Menschen auch unabhängig von unserer Glaubensüberzeugung heraus, dass das Gebote Gottes sind, sagen, das sind doch Grundregeln der Menschheit. Nur so kann das menschliche Zusammenleben gelingen. Dass man den anderen nicht bestiehlt, dass man ehrlich ist zueinander, dass man nicht lügt, dass man das Leben des anderen schützt und weiß, das eigene Leben ist auch geschützt. Also die eigene Grenze erkennt und die Grenze beim anderen Menschen erkennt und so miteinander umgeht. Also jetzt scheint es so, als wenn noch etwas dazukommt. Und dann die Aufforderung Jesu, verkauf deinen Besitz, gib das Geld den Armen und dann wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dieser bleibende Schatz im Himmel, der hier im Moment gegenübergestellt wird dem Reichtum auf der Erde, der abgegeben wird, um einen Schatz im Himmel zu haben. Dieser Schatz im Himmel ist nicht ein Reichtum im Himmel, ein besonderer Platz, eine besondere Bevorzugung dann im Himmel, sondern der Schatz im Himmel, damit ist das ewige Leben gemeint, um das dieser Mann am Anfang ja auch bittet und fragt, wie kann ich das erlangen? Sein Wunsch ist es, ins ewige Leben zu kommen. Der Schatz im Himmel ist, das ewige Leben zu haben in Gemeinschaft mit Gott. Bei Gott zu sein, das ist so, dass man alles hat. Nichts wird fehlen. Das ist bei Gott zu sein, im Himmel zu sein. Der Mann geht traurig weg, weil er einen großen Besitz hat. Im Laufe der Geschichte unserer Kirche hat man die sogenannten evangelischen Räte, also Räte, Empfehlungen aus dem Evangelium, bestimmten Menschen aufgelegt, dass sie sagen, wer dazu bereit ist, diese Räte des Evangeliums, die Räte Jesu Christi zu hören, anzuerkennen und zu leben, im eigenen Leben umzusetzen. Sich also nicht zu verhaften in dem Irdischen, dass sie in einer bestimmten Berufung Dienst für die Kirche tun können. Als Ordensfrau, als Ordensmann, als Priester, als Diakon. Das ist richtig und gut. Aber heißt nicht, dass diese Forderung, die Jesus hier an den Mann stellt, nur ganz wenige bestimmte Menschen betrifft. Sondern stellen wir uns vor, dieser Mann, der hier fragt, ganz persönlich für sich und dass er eine ganz persönliche Antwort bekommt, übertragen wir das einmal auf die Kirche. Was sollen wir als Kirche tun, um die Vollendung zu erlangen, um wirklich Dienst in dieser Welt zu tun, als in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen, dass die Welt es erkennt? Und dann die Antwort Jesu uns nochmal anschauen, dann merken wir, diese Antwort gilt nicht allein diesem einen Mann, nicht allein einigen wenigen, sondern uns alle. Bleib nicht am Irdischen hängen, also nicht in den Sorgen dieser Welt alleine. Glaub nicht, dass du mit Geld, mit Einfluss oder mit bestimmten Dingen dieser Welt dein Leben erlangen kannst, sondern gib dein Leben in Gottes Hand, vertrau auf Gott. Das ist das Wichtigste. Und den Nächsten zu lieben. Denn dieser Mann soll ja nicht den Schatz, sein Vermögen weggeben um des Weggebens willen, sondern um das, was er weggibt, an dem er nicht mehr dann hängen muss, den Armen zu geben.
Und beides miteinander zu verbinden, das fällt schwer und geht eigentlich auch nicht. Und dieser Mann kann sich dazu nicht durchringen. Das Merkmal also der Kirche und der Christen ist es, Gott zu dienen und dem Nächsten zu dienen. Also für den Mitmenschen da zu sein. In der radikalen Nachfolge Jesu Christi zu stehen, heißt, die Liebe zum Mitmenschen und die Liebe Gottes zu verbinden. Also nicht im Irdischen festzuhalten, nicht in den Sorgen dieser Welt alleine zu bleiben, sondern den Mitmenschen in den Blick zu nehmen, für den Mitmenschen sich einzusetzen, Nächstenliebe. Nicht nur für diesen Mann, nicht nur für einige Ausgewählte, nicht nur für einige, die sagen, ja, das möchte ich tun und das kann ich auch tun, sondern für die ganze Kirche und für jeden Einzelnen in der Nachfolge Jesu Christi. Gehen wir so in diesen Tag und versuchen, die Augen aufzuhalten, wo wir dieses Gebot Jesu Christi gut umsetzen können heute. Und fangen wir da ruhig im Kleinen schon an. Amen.